Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde, zu Die Zwerge. Jo. Wir machen gerade da weiter, wo wir es letztes Mal aufgehört haben, nämlich bei Seegrund, wo wir einen Diebstahl aufklären wollten. Und verlassen Seegrund jetzt erst einmal, nachdem wir in der letzten Folge ja die angebliche Diebe befreit haben und dafür gesorgt haben, dass Namora ihr folgt. Mal sehen, wo uns das jetzt hinführt. Wie jeden Abend in der Wildnis schlagt ihr euer Lager auf und teilt die Wachen ein. Die erste Wache an diesem Abend übernimmt Bavragor, während ihr anderen an einem kleinen Feuer sitzt und etwas Brot röstet. Du bist nicht sonderlich überrascht, dass weder Bavragor noch einer von euch den Gast bemerkt hat, der sich plötzlich neben dir aus der Dunkelheit schält. Namora! Vorgas springt auf und hat seine Freundin Augenblicke später innig umschlungen. Konntest du etwas herausfinden? Sie hat mich nicht bemerkt und mich schnurstracks zum Versteck geführt. Ich kann es euch zeigen. Es ist eine Höhle, einige Meilen ab vom Weg. Knapp 4 Dutzend Menschen. Männer, Frauen, Kinder. Du nickst. Ihr habt Tavias Versteck aufgespürt. Ja, wo? Ach, da hinten. Ja, wir nehmen jetzt erstmal den Weg nach Wackenstein. Über das Gasthaus. Am Rand einer Kreuzung steht ein zweistöckiges Gasthaus. Der Schnee um das Gebäude wurde geräumt und aus dem Inneren dringt warmer Lichtschein. Ein Schild über dem Eingang benennt das Gasthaus als Minneburg. Minneburg? Das klingt vielversprechend. Ja, schauen wir uns erstmal die Umgebung an. Das alte Gebäude hat nichts mit einer Burg gemein. Es wirkt eher unscheinbar. Ein einfaches Gasthaus für einfache Leute. Dann gehen wir mal rein. Endlich! Zeit für Starkbier! Meine Kehle ist schon ganz trocken. So sehr ich es hasse, dir zuzustimmen. Aber ich kann es auch kaum erwarten. Mit Bavragor und Boindil voran betretet ihr das Gasthaus. Das Innere ist auf den ersten Blick so unscheinbar wie das Äußere. Doch als du genauer schaust, erkennst du ein paar Gemälde von Minnesängern vor einer Burg. Eine kleine Bühne, die dem Staub nach zu urteilen nur sehr selten benutzt wird. Und eine Laute, die an der Wand hinter der Theke hängt. Es sind nicht allzu viele Gäste im Erdgeschoss. Vielleicht ein Dutzend. Und die meisten davon gehören zu einer Gruppe Söldner, die sich in die hintere Ecke des Schankraums zurückgezogen hat. Ihr setzt euch an einen Tisch und nach einer Weile werden euch die von Boindil bestellten Starkbiere gebracht. Ja. Sprich mit der Gruppe bewaffneter Menschen, sprechen wir erstmal mit dem Wirt. Du gehst zur Theke, hinter der die Wirtin arbeitet, und setzt dich auf einen Hocker davor. Die Wirtin, eine stämmige Frau mittleren Alters mit langen, zu einem Zopf gebundenen Haaren, schaut kurz auf, sagt aber nichts. Minneburg, ein schöner Name. Sagt, warum heißt das Gasthaus Minneburg? Es sieht nicht gerade aus wie eine Burg. Oh, du kennst die Legende nicht, Zwerg? Einer der Gäste neben dir an der Theke nimmt deine Frage auf. Es gab hier eine Burg. Niemand kennt mehr ihren Namen. Deswegen nennen sie alle nur Minneburg. In der Burg lebte ein König. Er hatte viele Untertanen und eine bezaubernde Königin. Doch eines Tages kam ein junger Minnesänger und sang von fernen, wundervollen Ländern. Und die Untertanen begannen sich über ihr eigenes Leben zu beklagen. Also befahl der König den Sänger zu sich, um sich ein Bild von ihm zu machen. Er kam und sang ein wundervolles Liebeslied. Und der König bekam es mit der Angst. Er dachte, der Minnesänger wolle ihm seine Königin stehlen. Ohne zu zögern, zog er sein Schwert und streckte den Jungen nieder. Dessen Vater hörte davon. Er war selbst ein Sänger. Und so ging er zum König und spielte ein schreckliches Lied. Einen Fluch. Der König solle still vergehen und niemand solle sich an seinen Namen erinnern. Und so ist es gekommen. Niemand erinnert sich mehr an den Namen des Königs oder an seine Burg. Mach daraus, was du willst. Die Geschichte ist jedenfalls bekannt genug in der Gegend, um daraus den Namen unserer Schenke zu machen. Mhm.
Wie jede Hexenjagdgeschichte. Zeigt mir mal das Angebot. Ich hätte gerne erstmal euer Essen. Dann hätten wir hier einen noch besseren Talisman. Und einen noch besseren Wolfskopf. Die sind beide gekauft. Der Wolfskopf kommt weg. Der Talisman kommt weg. Ja. Dann gehen wir mal zurück zu den anderen. Du nickst den knapp zu, als du vom Hocker rutschst. Und sie erwidert es knapp. Dann die bewaffneten Menschen. Guten Tag, die Herren. Verschwinde, Unterirdischer. Sei still. Der werte Zwerg möchte vielleicht unsere Dienste in Anspruch nehmen. Sofern du ihn nicht beleidigst. Der Söldner wird sofort kleinlaut und konzentriert sich auf seinen Bierkrug. Mein Name ist Gurnemanz, der Anführer dieser Truppe. Freut mich, eure Bekanntschaft zu machen, Herr Gurnemanz. Ich bin Tungdil Goldhand. Ich möchte tatsächlich eure Dienste erfragen. Gegen ein Orklager im Westen. Der Anführer der Söldner mustert dich abschätzend. Du und deine Begleiter sehen aus, als wirst du dir selber mit Waffen umzugehen. Muss ein verdammt großes Orklager sein. Sonst würden wir euch nicht um Hilfe bitten. Also, seid ihr dabei? Warum nicht? 500 Goldmünzen für mich und 9 meiner Männer. Und zwar im Voraus. Du gehst zurück zu den Söldnern. Sie schauen kurz auf, ehe sie sich wieder ihren Getränken zuwenden. Und? Hast du dich entschieden, Zwerg? Ich muss zurück zu den anderen. Du nickst den Söldnern knapp zu, ehe du dich abwendest und zurück zu den anderen gehst. Ja, gehen wir mal weiter. Ihr müsst Bavragor und Boindil, die in einen grimmigen Trinkwettkampf vertieft waren, praktisch aus dem Gasthaus zerren. Doch schließlich könnt ihr eure Reise fortsetzen. Ja. Mit mehr Proviant gehen wir jetzt erst einmal nach Fackenstein. Während ich eigentlich auch gern die Ork-Horde da hätte. In einer Schlucht entdeckt ihr uralte Ruinen und ein Orklager. Eine kleine Gruppe Boglins bewegt sich zwischen Zelten, Müllbergen und Käfigen. In einem der Käfige meint ihr eine Bewegung auszumachen. Jo, stürmen wir das Lager. Das wird nämlich wieder ein lustiger kleiner Puzzlekampf, an den ich mich noch gut erinnere. Söldner anheuern will ich jetzt erstmal nicht. Das könnte ich später vielleicht mal machen. Sie kommen aus den Löchern. Ihr da! Meine Tasche! Da drüben! Schnell! Ihr müsst sie ausräuchern! Ja, okay, wir können wieder Leute auswählen. So nämlich. Tungdil kriegt das. Du kriegst den Gegenstand. Stimmen die Fähigkeiten soweit? Anführer, nein, ist noch nicht drin. Jetzt ist Anführer drin. Scherenschlag. Und bei dir stimmt alles. Okay, und bei dir Erdbeben. Ja. Mhm. So gut wie erledigt. Das heißt, Tungdil, darf sich erstmal die Granate schnappen. Werft sie in die Löcher. Das sollte die kleinen Scheusale aufhalten. Mal nicht, bin wenn unterwegs. Boindil gleich rumzickt. Einverstanden. So. Auf den Weg. Das war Nummer 2. Sofort. Auf den Weg. Da ist Nummer 3. An solche Kreaturen. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Was ist? Ja. Oh, du bist ganz schön umzingelt.
So, dann gucken wir mal, wo ist die nächste? Da ist noch eine Höhle. Auf den Weg, zu einfach! Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Wo ist der nächste? Sofort! Und jetzt? So, du tauntest mal ein bisschen. Schweinchen. Die sind hier bei mir! Einverstanden. Was denn? Also los! Zu einfach! Und weiter! Oh, da ist die letzte. Mhm. Auf den Weg. Jo. Ah! Was denn? Das ist jetzt weniger schön, dass du gerade so Hier kommt der Hammer. Angeschlagen bist. Ja? Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Einer weniger. Jo. Warum denn nicht? Langsam, langsam. Erbeben wir mal. Mhm. Einen Moment Geduld. Erledigt. So, 14 Boglins noch. Die meisten hier bei solche Kreatur. Boin Deal. Erledigt. Was denn? Du bist außer Gefahr. Hm? Sofort. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Für Frakas. Ach ja, übrigens, Kreatur. Boglins sind kleine Ekelviecher. Einverstanden. So gut wie erledigt. Ach, sehr gerne. Also noch schlimmer als Goblins. Die man ja aus anderen Spielen kennt. Und weiter. So, einer lebt noch. Zu einfach. Das war's. War ganz lustig mit den Höhensprengen. Sehr beeindruckend, muss ich sagen. Lasst mich raus, meine Freunde. Level up für die Kasper-Truppe. Wurde auch mal Zeit. Ja, können wir uns auch mal die Kasper-Truppe betrachten. Rodario und was für Fähigkeiten er hat. Nachmacher. Er verwandelt sich in einen Feind. Er kann mit einer Waffe zustechen, die seine Tarnung nicht aufhebt. Das ist auch immer schön. Und sein Flammenwerfer. Und jetzt könnte ich ihm eine Säure oder eine Schlafwolke. Für Gegner Schaden zu. Bleibt kurze Zeit in der Luft stehen. Ah, eine Schlafwolke tut's besser. Schlafende Gegner sind manchmal besser als beschädigte Gegner. Ja, das ist Namora. Hat auf jeden Fall ein besseres Charaktermodell als Andokai, jedenfalls was das Gesicht angeht. Und coole Waffen. Sie ist ein bisschen die weibliche, menschliche Version von Boindil. Ja, 10 Treffer landen, bewegt sich ein Stück nach vorne. Entweder machen wir einen Wirbelwind. Ja, oder einen Schattenschritt. Wir nehmen mal den Wirbelwind. Und Vorgas. Ja, Vorgas mag ich eigentlich mit seinen ganzen Spielereien. Und ins Knie schießen. Ich war mal ein Abenteurer wie ihr, doch dann bekam ich einen Pfeil ins Knie. Schieß einen Pfeil ins Knie, der daraufhin stürzt. Giftpfeil. Hohe Schaden über Zeit. Ring. Orks in Panik versetzen und der brennende Pfeil. Mhm. Proviant. Eine Perle. Ein Rüstungstrank. So. Öffnen wir erst einmal hier den Käfig und lassen die Typen raus. Ich danke euch. Habt ihr Helga gesehen? Helga! Helga! Wo bist du? Okay, wer ist Helga? Hallo?
Ich bin Tungdil Goldhand. Das hier sind meine Begleiter, Boindil und Boendal, Rodario, Furgas und Namora, Bavragor und Goingar. Habt ihr Helga gesehen? Nein, haben wir nicht. Wenn ich fragen darf, wie ist euer Name? Nennt mich Hensen und lasst das Geäuche. Das Geäuche. Wer ist Helga? Wenn ich fragen darf, wer ist diese Helga? Helga? Wo? Ich weiß es nicht. Ich wollte nur wissen... Helga ist meine Frau. Habe ich das nicht erwähnt? Wir sind zusammen hergekommen. Aber dann kamen die Orks und sie war weg. Ob sie nach Hause gegangen ist? Helga! Du hast eine dunkle Ahnung, was mit Helga passiert sein könnte. Aber da du keine Beweise hast, sagst du lieber nichts. Wenn ihr sie seht, dann sagt ihr Bescheid, ja? Mhm. Danke für die Granaten. Ich wollte mich bedanken. Deine Granaten haben uns wirklich sehr geholfen. Granaten? Ah ja, kein Problem. Ich habe sie benutzt, um Geröll zu beseitigen. Aber dabei habe ich wohl auch diese Quellgeister zu mir gelockt. Kann ja keiner ahnen, dass es hier Boglins gibt. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, kamen dann auch noch die Orks und haben meinen Ochsenschädel mitgenommen. Und Helga? Wo ist Helga? Der ist ein bisschen nicht ganz dicht im Kopf und hat einen Ochsenschädel. Was machst du hier? Was bringt dich hierher, Hensen? Ist nicht gerade die beste Gegend. Seid ihr nicht wegen des Festes hier? Das unglaubliche Fest von Wackenstein. Meine Frau und ich wollten es unbedingt erleben. Der blinde Wächter, die Statue dort, ist der Schlüssel. Sie ruft Menschen von nah und fern zum Fest. Im Archiv von Viransiensis habe ich schließlich Hinweise gefunden, wie man den Wächter aktivieren kann. Ich habe gehört, es soll hier einen Geheimgang geben. Also ja, er redet von einem komischen Fest, aber fragen wir mal nach dem Geheimgang. Weißt du von einem Geheimgang durch die Berge? Geheimgang? Nein, kann ich nicht sagen. Aber es heißt, wenn der blinde Wächter erwacht, dann kommen Leute aus allen Himmelsrichtungen zum Fest. Vielleicht kommen sie auch aus dem Gebirge. Ja, ich deute es mal mit der Maus an für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Was hat es mit dem Fest also, auf sich? Was hast du über das Fest herausgefunden, Hensen? Siehst du die Statue? Das ist der blinde Wächter. Du kannst ihn wohl den Schutzpatron von Wackenstein nennen. Es heißt, wenn das Fest beginnt, dann folgen die Feiernden aus allen Himmelsrichtungen seinem Ruf. Laut meinen Nachforschungen benötigen wir drei Dinge, um das Fest zu starten. Einen brennenden Ochsenschädel, die Feuerfresserglocke und Eisenkräuter. Eigentlich hatte ich alles, aber naja, dann kamen die Orks. Mhm. Die Feuerfresserglocke? Woher bekommen wir die Feuerfresserglocke? Und was ist das überhaupt für ein Name? Viransiensis. Ich habe sie bis zu einem Sammler verfolgt, der außerhalb der Stadt in einem Anwesen an der Südmauer lebt. Der Legende nach war die Glocke an einem schwarzen Turm befestigt. Der Turm fing Feuer. Die Glocke fiel herunter und erstickte den Brandherd. Den Rest kannst du dir wohl denken. Das Läuten der Glocke öffnet den Weg für die lodernden Feuer in unseren Seelen. So steht es jedenfalls geschrieben. Viransiensis also. Worauf warten wir dann noch? Wir besuchen den Sammler und... Ja, am besten geht ihr ohne mich. Ich habe hier noch einige Dinge vorzubereiten. Mhm. Wo sollen wir Eisenkräuter finden? Eisenkräuter? Wachsen die nicht in Urgon? Ein verdammt weiter Weg. Keine Sorge, ich habe einen Beutel, wo... Moment, sie sind weg! Du hast sie verloren? Naja, verloren, kurzfristig verlegt vielleicht. Sie müssen ja irgendwo sein. Aha, wo ist der Ochsenschädel? Ein Ochsenschädel sollte leicht zu beschaffen sein. Wir müssen nur einen Schlachter finden. Oh, es kann nicht irgendein Ochsenschädel sein. Er benötigt besondere Verzierungen und Gravuren. Es hat mich Wochen gekostet, den Schädel vorzubereiten. Und dann kamen die Orks und haben ihn mitgenommen. Dachten wohl, er wäre etwas wert. Also müssen wir Jagd auf eine Ork-Armee machen. Das wird Boindil gefallen. Was machen wir mit dem Schädel, wenn wir ihn haben? Ganz einfach.
Der Ochsenschädel muss entzündet werden. Du bist dir nicht sicher, welche Art von Fest brennende Ochsenschädel benötigt, aber die Aufgabe klingt in der Tat nicht zu schwer. Was müssen wir tun, um das Fest zu beginnen? Um das Fest zu beginnen, brauchen wir den Ochsenschädel, die Feuerfresserglocke und die Eisenkräuter, richtig? Genau. Dann müssen wir den Schädel entzünden, die Glocke erklingen lassen und die Kräuter verbrennen. Und dann passiert es. Du bist dir ziemlich sicher, dass ihr eure Zeit verschwendet. Ein riesiges Fest mitten im Nirgendwo? Du setzt deine Hoffnung darauf, dass in jeder Geschichte ein Funken Wahrheit steckt und sich irgendwie ein Pfad durch die Berge öffnet, wenn ihr das alte Ritual durchführt. Bis später, Hensen. Gebt mir Bescheid, wenn ihr Helga seht. Ja,